Ja, und damit auch mit diesen Bildern hier herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von Criterion Games, ein Spiel und natürlich EA. Und es ist Need for Speed Hot Pursuit. Ja, meiner Meinung nach und auch von vielen anderen die Meinung, eines der letzten wirklich guten Need for Speeds von 2010. Und ich habe gedacht, ich probiere es einfach nochmal aus. Und wir starten es diesmal ein wenig anders. Ich muss sagen, oder ich muss zugeben, ich habe schon mal reingeguckt. Hier, ich spiele mit meinem Xbox 360 Controller. Ich habe schon mal reingeguckt, ein paar Rennen gemacht. Allerdings als Racer hier in dieser Karriere, als Rennfahrer. Und so sieht das Ganze aus. Man kommt immer auf diese Karte und fährt dann die verschiedenen Rennen ab, gewinnt neue Fahrzeuge, mehr Kopfgeld, steigt Level auf und kann dadurch dann auch neue Sachen freischalten. Und ich würde sagen, man fängt jetzt einfach mal völlig anders an wie jeder andere. Und zwar starten wir hier als Polizist unsere Rolle, als Kadett sozusagen. Und wir legen auch mal direkt hier los in Boulder Desert. Ein verwirrter Fahrer in einem demolierten Wagen sollte von einem neuen Rekruten einfach zu stellen sein. Ja, dann machen wir das doch mal. Du wurdest in die Reihen des SCCD aufgenommen, der schnellsten Geschwindigkeitskontrolleinheit der Welt. Du beginnst deine Karriere als Angeber. Mit begrenzten Zugriffsmöglichkeiten. An der Spitze der Geschwindigkeitskontrolleinheit stehen die Rang 20 Ultimate Enforcers, die Zugriff auf alle Fahrzeuge und Ressourcen für Verfolgung haben. Hohoho, das ist schon mal nicht schlecht. Ein Königseck. Deine Karriere im SCPD. Alle Aktionen werden überwacht und im System als Kopfgeld aufgezeichnet. Je mehr Kopfgeld du in einer aktiven Mission erhältst, desto schneller wirst du auf den nächsten Rang befördert. Mit jeder Beförderung erhältst du größere Befugnisse im SCPD. Das bedeutet Zugriff auf neue Fahrzeuge, Ausrüstung und Missionen. Die normale Vorgehensweise sieht vor, den Verdächtigen zum Anhalten zu bringen oder das Fahrzeug durch starke Beschädigungen auszuschalten. Als Interceptor bist du befugt, jede zur Verfügung stehende Maßnahme einzusetzen, um den Verdächtigen zu stoppen. Das Ziel besteht darin, den Verdächtigen in der kürzestmöglichen Zeit zu stellen und die Gefährdung der Bevölkerung von Seacliff County zu minimieren. Alle Interceptor-Einsatzfahrzeuge sind mit einem SCPD-Nitro-System ausgerüstet. Verwende das System, um deinem Fahrzeug einen kurzzeitigen Beschleunigungsschub zu verleihen, sodass du in der Lage bist, den Verdächtigen einzuholen oder ihn mit größerer Kraft zu rammen. Ja, okay, der übliche Nitro. Steht nur eine begrenzte Zeit zur Verfügung, bevor der Einsatz abgebrochen wird. Und ich habe eine begrenzte Zeit, bis ich die Gegner sozusagen besiegt habe. Heute wirst du den Ford Crown Victoria fahren. Sobald du dich im Department entsprechend bewährst, wird dir die Einsatzleitung exotischere Ausrüstung zur Verfügung stellen. Ist ja auch nicht so schlecht. Der klassische Polizeiwagen aus den USA, würde ich mal so sagen. Ja, genau. Und erstmals in den 50ern gebaute Ford Crown Victoria. Wird auch liebevoll Crown Vic genannt. Ja, ist der typische amerikanische Wagen als Streifenwagen und als Taxi extrem bekannt, wie ich ja schon auch sagte. Ja, also noch ganz kurz, man hat immer Fahrzeuge zur Auswahl, man muss sie sich nicht kaufen, erst recht nicht als Cop. Und ja, dazu gibt es dann immer eine schicke Beschreibung, bei Rennwagen natürlich eine Lackierung, die man sich auswählen kann, hier jetzt nicht. Klar, Polizei. Und grafisch finde ich, sieht es auch dafür, dass es jetzt schon 4 Jahre alt ist, immer noch top aus. Benutzt ja, glaube ich, auch die Frostbite Engine. Und ich würde sagen, wir starten hier einfach mal direkt mit dem Ford Crown Victoria. Ja, stelle den Racer für den Sieg um 14 Uhr und schöner Sonnenschein hier auf dieser wüstenähnlichen Landstraße. Am besten in unter einer Minute. Dann gibt es 6000 Kopfgeld, glaube ich. So wie ich das jetzt hier verstanden habe. Ein Mazda RX-8. Bestätige, Verdächtiger überschreitet alle Tempolimits. Benötige Unterstützung. Interceptor-Unterstützung genehmigt und auf dem Weg zu eurer Position. Bestanden, Zentrale. Interceptor-Einheit ist vor Ort und greift in Verfolgung ein. Ziehe mich zurück, macht ihr weiter. So, und da bin ich jetzt dabei. Wie gehabt, Steuerung und so, alles arcademäßig wie bei den typischen Need for Speed Titeln.
Und unser Ford Crown Victoria geht hier sogar ordentlich ab, ey. Auf Tempo 280 packt er es sogar. Und der RX-8 hier schon im Nitro, wir noch nicht. Und da haben wir ihn schon das erste Mal ein bisschen eingeschenkt. Und das zweite Mal ein bisschen eingeschenkt. Und da muss ich jetzt mal ein bisschen Stoff geben. So, den haben wir aber gleich. Na, das war ja diesmal easy. Also, was heißt diesmal? Das war jetzt das erste Mal. Sollte vielleicht auch extra so einfach sein. Ja, wir haben es geschafft. In 35 Sekunden damit hatten wir das Top-Ziel unterboten sozusagen. Und ich bin gespannt, ob wir jetzt schon direkt ein anderes Auto bekommen. Weil meistens bekommt man hier relativ schnell neue Autos freigeschaltet. Also schon nach ein paar Rennen. SCPD-Bericht. Neues Fahrzeug beschafft, sag ich doch. Ein Subaru Impreza WRX STI. Okay, auch nicht schlecht. Das sind natürlich alles so ein bisschen exotische Polizeiautos, die ja jetzt vielleicht nicht unbedingt so auf den normalen Straßen zu sehen sind. Aber mein Gott. Und ein RX-8 gibt es auch noch dazu. Ist wahrscheinlich genau der, den wir gerade noch gestellt haben. Wahrscheinlich einkassiert und umlackiert und jetzt selber benutzt, oder wie? So, jetzt haben wir hier zwei neue Missionen zur Auswahl. Mission Beach, also Mission Strand. Oder Korallenbucht, Coral Bay. Dann würde ich sagen, machen wir erstmal Mission Strand. Es gibt Meldungen über rücksichtslose Fahrer in der Gegend von Mission Beach. Finde die drei Racer und stoppe sie. Okay, das sind jetzt schon drei, also etwas anspruchsvoller. Und jetzt haben wir hier die Auswahl zwischen unserem Crown Victoria, der angeblich nur 209 fährt und wir ihn auf 280 gekriegt haben. Dann der Mazda RX-8, der fährt 240 ungefähr. Und der Subaru Impreza, der fährt ca. 260. Ich würde sagen, wir nehmen einfach mal den Impreza. Fangen wir vorne an. Du bist 0,0 Kilometer in diesem Wagen gefahren. Ja, das werden wir gleich ändern. Ich weiß nicht, sollen wir uns jetzt hier immer alles Bücher lesen? Wahrscheinlich besser nicht. Also man kann sich eben das Auto angucken. Grafik ist ja nett anzusehen und die Autos sind ja auch schick. Aber ich würde sagen, wir gucken uns jetzt hier nicht immer den ganzen Text an, weil dann geht zu viel Zeit verloren. So, 15 Uhr, wieder sonniges Wetter hier am Strand. Das ist doch ganz nett. Unser zweites Rennen und wir sollen bei drei Verhaftungen gibt es 6.000 Kopfgeld, also wieder das Beste. Wir sollen alle drei schlagen und haben wahrscheinlich nur, genau, wir haben 16 Kilometer Zeit. Hört sich erstmal viel an, 16 Kilometer, ist aber gar nicht so viel. So, und da geht's auch schon los, direkt hier mitten in die Action rein. Und ich fahre jetzt extra hier auf der falschen Straßenseite, um den Nitro schon mal aufzufüllen. So, und hänge mich hier auch an den Windschatten von dem Porsche. Den ich auch schon mal direkt ein bisschen hier abdrängen kann. So, immer schön hier wegrammen, genau. Racer gestellt, das gab schon mal 500 Kopfgeld. Anerkennung erhalten, okay. Uiuiui, der geht hier ja noch besser ab. Da haben wir den Z4, oh, da haben wir den Z4 auch gleich geholt. Ja, genau, also klar, jetzt die Anfangsreihen sind hier noch relativ einfach. Da bleibt jetzt hier nur noch einer über. Und, na, wer ist das denn überhaupt? Wir haben Porsche, wir haben BMW. Ein BMW, da fehlt jetzt eigentlich nur noch ein Mercedes oder so. Aber nein, es ist ein Dodge Charger. Ein Muscle Car. Aber ich denke mal, das wird jetzt auch nicht viel mehr aushalten. Na, was sage ich? Mein Wagen ist beschädigt. Ach, wir können auch selber kaputt gehen. Genau, man sieht die Lebensanzeige rechts in dem Tacho, der rote Balken, der wird immer leerer. So, und wir haben jetzt noch 10 Kilometer Zeit.
Aber wir haben den hier gleich. Das war's, ganz genau. Ja, die ersten Rennen gehen schnell vorbei. Ist auch gut so, weil sie sind nicht so schwer. Neue persönliche Bestleistung. In einer Minute 42 und wieder eine Auszeichnung. Und ich vermute auch mal wieder hier irgendwie ein neues Auto. Na, wir sind schon ein Level aufgestiegen. Kadett 2 sind wir jetzt. Zweiter Kadett oder sowas. Kadett Nummer 2. Glückwunsch, Officer. Du wurdest befördert. Secrets County, Bananenfresse. Ja, das bin ich mit einem anderen Namen. Unter meinem EA-Account. Kadett 2. Mal sehen, wie schnell man hier jetzt wirklich aufsteigt. Und wir haben schon wieder ein Auto. Ein Ford Police Interceptor. Ah. Okay, der kommt mir sogar ein bisschen bekannt vor, muss ich ehrlich sagen. Auch wenn jetzt hier steht Konzept. Und noch ein Fahrzeug. Ein Porsche Cayman S. Auch nicht schlecht. $65.000 kostet er normalerweise. Und es werden hier immer mehr Rennen. Ich würde sagen, wir arbeiten jetzt aber erstmal Korallenbucht ab. Sitze ich ans Steuer des Lamborghini Reventon. Okay. Fahre mit ihm so schnell wie möglich zum Ende der... Ja. Ich wollte das gerne noch lesen. Bla 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 bla. Fahre mit ihm so schnell wie möglich zum Ende der Mystic Lake Road. Keine Schäden, keine Zeitstrafen. Okay, also wir müssen jetzt einfach Vollgas geben. Ich weiß nicht warum. Bekommen hier den Reventon gestellten, extrem schneller Lamborghini. Ein 21. Exemplar ist im Lamborghini Museum ausgestellt. Mit seinem Preis von $350.000 und der Optik eines Stealth Fighters wirft er problemlos alle Konventionen im Automobilbau über den Haufen. Nicht schlecht. Damit der Reventon mindestens genauso schnell ist wie der LP640, wurde sein Motor auf noch höhere Leistung getrimmt. Ja, okay, ja, das ist jetzt nicht ganz so wichtig. Interessiert uns bei Need for Speed jetzt nicht unbedingt, da Tuning hier leider sowieso mittlerweile fehl am Platz ist, wie es scheint. Also es gibt ja jetzt schon seit einigen Jahren keine Need for Speed Teile mehr, wo man wirklich tunen kann. In einer Minute 20 sollen wir es schaffen. Okay. Ach, wir sollen auf den Notruf der Zentrale reagieren. Okay, jetzt verstehe ich auch, warum wir schnell dahin fahren müssen. Ich habe schon gedacht, hä, sind wir jetzt auch irgendwie Racer oder sowas? Ein Schnelleinsatz. Wir sind hier im normalen Verkehr mit einem Lamborghini. Ja, nee, ist klar. Und kriegen jetzt den Alarm. Zentrale an alle Einheiten. Officer benötigen Unterstützung auf der Mystic Lake Road. Und dann geht's auch los. Ja, genau. So machen die das in echt auch immer. So wie bei Alarm für Cobra 11. Und der geht hier echt ab. Wir sind hier jetzt schon problemlos mal eben hier auf die 300 gefahren. Ja, sicher. 360. Alter. Uiuiui. Die Kollision gab 2 Sekunden Strafe, oder was? Ich dachte, es gibt keinen Schaden. Man kann hier bei Need for Speed Hot Pursuit sehr einfach um die Kurven driften. Halte ich normalerweise nicht viel von, aber ich muss sagen, in dem Spiel macht das sogar echt Laune und ist auch gut gelöst. Und wieder 2 Sekunden. Wir kriegen hier nur Strafzeiten. Ich gebe doch schon hier Vollgas. So, und da sind wir. Ja, ganz cool hier reingedriftet. Ist auf jeden Fall alles echt cool gemacht, muss ich sagen. Nicht realistisch, aber das soll es bei dem Spiel ja auch nicht. Aber wir haben es, glaube ich, nicht in der schnellsten Zeit geschafft, oder? 1:19 war unsere Zeit. Ich weiß jetzt nicht, was die Vorgabe war. Doch, wir haben es scheinbar schon geschafft. 6.000 Kopfgeld haben wir dafür gekriegt.
dann waren die 1,19 wohl doch ausreichend. Was ich eigentlich ganz gut finde, es wird hier nie unterbrochen durch irgendwelche teils unnötigen Sachen. Und schon wieder ein Auto. Dann ist dann 370Z. Also es geht hier echt Schlag auf Schlag. Diese in Anführungszeichen Karriere, wie ich sie jetzt mal nenne, geht hier, glaube ich, auch echt schnell vom Fleck. Also wir haben hier die Grand Ocean Coast, die große Ozeanküste zur Verfügung. Und das Memorial Valley, das Erinnerungstal oder Andenkental. Na, Erinnerungstal. Ich würde sagen, wir bleiben mal hier an der Küste. Fordere Straßensperren an, um diesen widerspenstigen Verdächtigen zu stoppen. Dann kriegen wir jetzt also Straßensperren auch zur Auswahl. Neue Ausrüstung. Straßensperre. Ja, nicht schlecht. Und ich würde sagen, nee, Quatsch, okay. Nee, ich mache die Folge doch noch ein bisschen länger. Ich habe jetzt überlegt, ob ich hier schon einen Cut setzen soll, aber ich mache die erste Folge dann doch noch einen Tacken länger. Ja, wir sollen eine Straßensperre aufstellen und ich würde sagen, wir nehmen einfach mal den hier. Der sieht eigentlich ganz cool aus. Wieder so ein Ford. Ja, ich würde sagen, wir nehmen den jetzt. Besonderes Merkmal dieser unscheinbaren Limousine von Ford. Sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Ein V6 B-Turbo mit 365 PS. Hochwertigen amerikanischen Limousine in die Irre führen lässt, wird durch seine Performance verblüfft sein. Der 3,5 Liter V6 B-Turbo hat mehr Leistung als deutlich größere Saugmotoren und gibt 350. Sieht nicht schlecht aus. Okay, wir machen weiter. 16 Uhr, es wird scheinbar langsam Abend hier in Seacrest County. Und wir sollen jetzt in 2 Minuten irgendwie die Straßensperre aufstellen oder den Anhalten über die Straßensperre. Ford gegen Dodge. Geschwindigkeiten von über 220 km/h. So, wir starten hier auch wieder auf voller Fahrt. So, und ich habe jetzt einfach mal so eine Straßensperre hier errichten lassen. Straßensperreneinheiten gehen direkt vor euch in Stellung. Alte Kontakte, Fahrzeug ist beschädigt. Straßensperren in 10:50, alle vor mir. Oh, da bin ich hier schon fast falsch gefahren. So, und ich habe nochmal eine Straßensperre gerufen. Vielleicht fährt er diesmal rein. Sauber. Er ist reingefahren. Wir haben ihn erwischt. Mit der zweiten Straßensperre. Ich bin noch hinten reingefahren zusätzlich. In 46 Sekunden. Lief auch ordentlich. Ja, das war auf jeden Fall nicht schlecht. Wir gucken uns hier noch an, was wir so an neuem Kopfgeld dazu bekommen. Wir sind ja sogar schon fast auf Stufe 3, würde ich mal behaupten. Mit 41.000 Kopfgeld und noch eine neue Belohnung. Noch ein neues Fahrzeug. Also wir kriegen hier jedes Rennen neues Fahrzeug. Ein Audi TT RS. Auch nicht schlecht als Highway-Streife. Der stärkste je in Serie gebaute Audi TT. Ja, und ich würde auch sagen, damit verabschiede ich mich von dieser Folge. In der nächsten Folge werden wir dann hier weiter die nächsten Rennen sehen. Man sieht sie ja hier schon auf dem Bildschirm flimmern. Und ihr könnt auch gerne wieder Feedback hinterlassen, ob ihr vielleicht doch lieber auch mal ab und zu die Racer-Karriere sehen wollt. Oder ob ihr sagt, nee, komm mir nicht mit so einem 4 Jahre alten Spiel an, ich will was anderes sehen.
könnt ihr offenkundig eure Meinung erzählen. Habe ich kein Problem damit. Schreibt es einfach in die Kommentare. Und ansonsten könnt ihr auch einfach auf meinem Kanal vorbeischauen, was es denn sonst noch so alles gibt. Ja, damit würde ich mich für diese Folge verabschieden und wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge von Need for Speed Hot Pursuit.